Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder in The Infected mit mir im Flyhigh und unserem Highfly. Wir haben ja noch ein bisschen was offen. Beziehungsweise das lang ersehnte Update ist da. Und ja, ihr seht schon, hier hat sich ein bisschen was verändert. Es sind neue Bäume da und neue Steine liegen hier wieder rum. Gut, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Unser Vorrat hier von Stahl hatte ich soweit aufgeforstet. Upsa. Aufgeforstet. Alu ist da, Kobalt ist, naja, nicht so ganz so viel da, aber das könnte man dann auch noch holen, wenn man wollte. So, und da Winter ist, gehen wir doch einfach mal rein. So, hier würde ich mich jetzt gern hinsetzen. Schade, kann ich nicht. Nun gut, dann gucken wir doch hier mal rein. Und wir haben jetzt hier dieses Metal Gate. Eisenbarren, Mechanikteile und Schrauben, aber das brauchen wir ja nicht unbedingt. Platzierbares, sonstiges. Öldestiller können wir jetzt bauen. Die Garage können wir bauen. Lager, hier ist der Abfalleimer, dass man auch Sachen, die man dann da wegschmeißen kann. Da gab es nichts Neues. Da auch nicht. Möbel gibt ein Carpet und ein Round Carpet. Okay. Uninteressant. Hier, den hier. Feuerholz, Seil, Stahlbarren. Stahlspeerspitze, sonst ist ja nichts Neues. Dieser Crossbow. Ein Feuerholz wird Advanced Workbench. Also ein Feuerholz, fünf Seile und ein Stahlbarren. So, jetzt müssen wir aber erstmal mal gucken. Ja, wo findet man denn den Truck jetzt? Lager ist er nicht. Hier wäre der Karren. Hier den Öl, Eisenbarren, Alu, Plastik und Bretter. Das werden wir auch gleich noch aufsetzen. Das heißt, wir laufen da jetzt gleich hoch in die erste Stadt und gucken, ob wir ihn da finden oder wie oder was. Oder wir bauen jetzt zuerst das, was wir dafür brauchen. Wir bauen jetzt erstmal den Bogen. Mach mal auf hier. Endgame, Arznei. Irgendwie 5. Aber man konnte jetzt auch irgendwas machen, dass alle rübergehen, ja. Hier 5. 5 Seile, ein Feuerholz. Und ein Stahlbarren, komm. Und das war ja richtig, ne? Gegenstände. 151. Ja, geil. Das hier. 1, 2, 3. Crossbow. Weil ich keinen Platz habe, ne? Bam, 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 bam. Nö, das war falsch. 1, 2, 3. Der Crossbow sei unser. Reload. So, jetzt brauchen wir ja aber da neue Munition. Was passt da für Munition rein? Bolzen, Federstock und zwei Eisenbrocken. Okay. Eisenbrocken hätte man genug. Stöcke haben wir wahrscheinlich auch genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 20, 21. Ja, wir nehmen einfach mal mit. Komm. Und dann hier Federn. Nehmen die 50. Tadam, tadam. Bündelgegenstände. Hat er noch nicht reingemacht. Da ah, hätte er doch gleich machen können. Das heißt 2, 1, 1, 1.
Und wo war das herzustellen? Habe ich jetzt natürlich wieder nicht. Da gehen alle rüber, das wollen wir aber nicht. 2-1-1. Okay. Wow, das ist ja eine Fuddelarbeit. Das ist ja nervig. So, dann hätte man 9. Wirklich. Oder hat man die dann? Ah, die hat man. Ah, dafür braucht man das gar nicht. Okay. Das ist ja dann doof, dass man trotzdem einen Köcher hat. Würde ich jetzt mal behaupten. Das geht immer noch nicht. Und das ist ja doof. Und das geht auch immer noch nicht. Ah. Mischen. Beine sind ja jetzt hier wieder ohne Ende. Das ist ja geil. Ja, aber jetzt brauchen wir keine Steine mehr. Der erste Wampi könnte mal kommen. Würde das gern austesten. Naja, wie viel waren das? Jetzt muss man die hier immer im Inventar. Das ist doch auch schon wieder nichts. 9 Stück. Dann machen wir noch, mache ich noch ein paar. Aluminium, Eisen, ja. Das machen wir aber mit einem Schnitt. Oh, der Winter ist vorbei. Ja, herzlich willkommen, Frühling. Ah, moin. Irgendwo ist er. Da, er sieht auch neu aus. Er sieht auch anders aus, oder? Gefühlt nicht wirklich. Und Rehlein, Rehlein? Ah ja, komm, lauf. Oh, der bringt wenigstens was Praktisches mit. Ah, die teuren Pfeile jetzt verschießen für das blöde Reh. Nee, hau ab. So, wie war das? Bleierz, das auf der Amboss. Zack, zack, wir haben wieder eine Stahllegierung. Das können wir mal rausmachen, das können wir reinmachen. Take all. Ah, jetzt hat er hier eine Taste. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ich glaube, ja, die kann man jetzt hier auch mit Schnelltaste reinploppen lassen. Wie sieht das hier aus? Das ist auch schon wieder fertig. Ah, es passen immer nur 10 übereinander. Zap. Zap. Dann mischen wir mal. Dann lazierbares Lager. Nein, da nicht. Essen nicht. Möbel nicht. Sonstiges, dann bauen wir jetzt die Garage. Die Garage. Alter. Wirklich jetzt? Was ist das denn für ein Riesenlappen? Und warum kann man den nirgendwo bauen? Müssen wir jetzt hier echt erst. Ich habe jetzt hier gar keine Lust, Holz zu fällen. Weiß sie dahin. Weiß sie dahin. Zum Glück haben wir ja schon das ganze gute Werkzeug, womit das alles ein bisschen schneller geht. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Platzierbares, sonstiges. Ich brauchte das ja nicht in der Tasche, ne? Ich hab das. Oh ja, jetzt.
Da steht's. Lehm, Lehm, Bretter, trockener Ziegel. Das haben wir alles, das haben wir alles. Trockene Ziegel, 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Zement haben wir auch noch. Wir sind gleich bestimmt komplett maßlos überladen. Naja, uiuiui. Let's go. Leben haben wir bestimmt auch noch irgendwo. Wenn nicht, müssen wir das halt mal noch farmen gehen. Dann muss die Taste komplett jedes Mal durchdrücken. Okay, alles klar. Ziege sind genug drin. So, Zement fehlen, glaube ich, noch ein paar. Nee, Zement ist fertig. Das heißt Lehm. Wie viel waren es? Okay. Das könnte ein Problem sein. Doch, Strom ist an. Damit habe ich nicht gerechnet. Nö. 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 So. Aber das wäre ein Klacks, wenn wir das jetzt hier nicht alles schaffen. Wir nehmen es noch 20, richtig? Und 24 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20. Wäre schon viel zu viel. Okay. Bretter sind weg. So, wir bräuchten jetzt noch Lehm. Wir haben aber kein Lehm mehr. So, dann schauen wir doch mal, was es hier noch Schönes gab. Lackierbares, sonstiges. Die Öldestille. Den bauen wir mal noch schön. Den bauen wir hier oben mit auf. Wa? Ah, da kommt mal hier hoch. Plastik, Bretter, Eisenbarren. 1, 2, 3. Oder 3. Eisenbarren. Nee, Kupfer war es nicht. Alu war es, ne? Und hier von 20 oder so. I don't know. Rennt hier schon wieder irgendwas rum? Acht, okay, drei Plastik, noch fünf Bretter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei Plastik und fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und drei Plastik. Nein. Eins, zwei, drei. So, let's go. Und jetzt? Hier brauche ich Öl. Nimm mal die 5 Öl mit. Ich weiß gar nicht, wie viel hier laufen. 4 und hier sind 5. Ah ja, das läuft. Next time to gas can. Okay, fehlt noch was? Was brauchen wir da? Ah. Okay. So will das also. 10 Minuten für Benzin. Jo, komm, mach rein. Okay. Okay.
Was ist da hinten? Achso, ich wollte gerade sagen, ein Einhorn oder was läuft da rum? Dann lass uns Lehm suchen. Hier ist doch Lehm. Nee, hier war kein Lehm. Bro, ich habe jetzt hier ultimative Waffe. Wir wollen jetzt Lehm. So, übrigens, hier hat er jetzt ja die Straße hingebaut. Ah, da kriegen wir auch Lehm her. Die werden wir uns dann auch noch angucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 Stück brauchte man noch. Die kriegen wir dann hier her. Perfekt. Ja, lass den Stein mal Stein sein. Ja, dann hätten wir die Hütte, dann hätten wir den Bogen gebaut, die Hütte gebaut. Nice. Schwack teleportieren. Ja, mach mal. Kommt keiner. Es kommt keiner. Wo finden wir den Truck jetzt? Wenn ich wüsste, was man für den Truck nochmal alles gebraucht hat. Oh, ja, Werte sind schlecht, okay. Fruchtsalat, können wir noch was trinken? Oh, da war kaum noch was drin. Ja, ist nicht eingeschaltet. Wer hätte das gedacht? Oh no. Ja, also ich würde sagen, das läuft ja noch. Nehmen uns das Wasser, trinken, nehmen neues Wasser. So, jede geerntete Melone braucht man. Habe jetzt gerade so gar keine Lust. Oh. Zwiebeln und Kartoffeln, ja, wir haben eh kein Fleisch, da ist auch nichts drauf. Hier war auch nichts drin, nee. Jo, dann schlafen wir hier einfach mal die Nacht weg. Gucken wir doch mal, wie unser Strom so steht. Steinmühle ist aus, Mischer ist aus, Decklampe ist aus. Wir haben eingehender Strom, ausgehender 500. Okay, der Kühlschrank ist leer. Wasserhaus kann auch aus. Dann gucken wir doch mal, ob wir da gut durch die Nacht kommen. Oh, vor der Nacht. Ah, kommt her, kommt. Hat er auch schon lange nicht mehr, ne? Diesmal sind wir wenigstens zu Hause. Und wir haben eine Lampe. Wo kommen sie jetzt? Wasser ist auch schon wieder aufgefroren. Ah, aufgefroren, aufgetaut. Hallo, Vampis. Oh, Hilfe! Pass auf. So, den ernten wir auch gleich. Jawohl, da kriegen wir nochmal Stahl, Öl. Das war noch drei Stück übrig. Oh, da kommt die nächste hässliche. Oh no, was für eine Spannung. So, und der letzte Box jetzt noch hier dagegen. Gut.
Hätten wir das auch geklärt? Ja, okay. Irgendwie muss ich sagen, gefällt mir die Armbrust nicht. Kupfer, ah, das war Kupfer, das wir von dem Fatzke bekommen haben. Ja, noch beschissen. So, und den können wir auch wieder zurückpacken. Dann schlafen wir uns jetzt hier weiterhin aus. Bis es hell ist. Die Werte gehen runter, das ist okay. Machen wir mal 5 Uhr. Und dann können wir die Melone ernten. Halt, stopp. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz da müsste noch die da reinpassen. So. Fallen lassen. Ernten. Ja, eine Hälfte ist rausgefallen. Eins, zwei. Wir hatten ja die Dosen noch dabei. Schön. Ah, es liegt zwar im Dreck, aber das ist ja halb so wild. Das ist ja halb so wild. So. Dann zwiebeln wir uns da hinten noch die zwei getrockneten Fleisch rein. Essen, essen. Das einmal essen, einmal trinken. Perfekte Werte. Die leere Dose weg. Den restlichen Schrott. Wie weit ist das hier jetzt eigentlich schon? Das läuft noch. Okay. So. Da sind wir wieder zurück. Draußen Schneehose. Also draußen nicht draußen Schneehose, sondern... Das ist hier die normale Cargo. Wunderbar. Das T-Shirt. Perfekto. Hat man uns keinen Brustschutz gebaut. Schutz 6. Die sind auch bald kaputt, ne? Gut, so, dann sollte uns nicht ganz so warm werden und wir laufen nicht nackig. Hier werden wir noch einmal aufreparieren. So, und ich war der Meinung, wir brauchten hiervon 25. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind ja 20. 1, 2, 3, 4, 5. 25, okay. Ja, gerade so überladen. Dann trenn dich davon. Perfekt. Oh, die Kiste ist schon voll. Die Kiste ist voll, die Kiste. So, ich werde definitiv jetzt nochmal kurz nachschauen, was man für den gebraucht hatte. Ich glaube, man brauchte die 20 mechanische Teile. Und, boah, da verließen sie ihn auch schon wieder. So, ich mache uns hier kurz Licht. Ich gucke mal. Oh oh. Oh oh. Wir brauchen 25 Plastik. 25 Plastik. 25 Plastik. Wir haben 16. Wir brauchen noch 9. 15 Mechanical Parts. Das heißt, hier können wir wieder 5 zurücklegen. Steel und Iron Ingots. Also ich denke mal, dass wir auch noch 15 Eisen brauchen. Also Stahl und Eisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, und so langsam wird die Kiste hier nämlich voll.
So, da kriege man nichts mehr rein. Diesen Biotreibstoff-Gedöns brauchen wir alles nicht. Wir haben hier. Warum ist der jetzt nicht gelaufen? Und warum ist der nicht gelaufen? Es kann ja jetzt nicht sein, dass hier keine Batterieleistung mehr da war. Bitter. So, hier haben wir Gewicht 5. Okay, wenn ich da jetzt aber 1 reinlege. Okay, dann macht er mir keine volle. Er wartet erst so lange, bis es leer ist und jetzt kriege ich das da auch nicht mehr raus. Also du musst das da erst voll machen. Alles klar. Ja gut. Wir müssen warten. Wir brauchen noch 9 Plastik. Inventar. Gegenstände. Bündelgegenstände. Für 5 Plastik bräuchten wir halt 15 Ölkannen und 25 Rundenmulch. Das heißt, dann kriegen wir 5. Wir brauchen noch 9. Und aber für... Was ist das? Rohstoff? Nee, doch Plastik. Brauchen wir 3 Ölkännchen und 5 Rindenmulch, dann kriegen wir 1. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann gut. Soll's das soweit mal gewesen sein? Wir haben ja jetzt 3 von 4 Sachen gebaut. Nee, stimmt nicht. Wir können in der nächsten Folge immer noch mehr bauen. Wir suchen uns das Fahrzeug. Ich hoffe, wir finden eins. Wir folgen einfach der Straße zum nächsten Dorf. Nein, die nächste Stadt war ja zum Glück gleich hier oben. Also hier, beziehungsweise dann. Und ja, dadurch, dass die Straßen da drin sind, ist es doch cool, jetzt da zum nächsten Dorf zu kommen, falls wir da nichts finden. Aber ich würde sagen, hier hinten in diesen Garagen, die wir schon von früher mal kennen, da würde ich sagen, da ist was drinne. Und das werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Also seid gespannt. Die Folge kommt ja jetzt am Samstag, die andere kommt morgen auch. Also dieses Wochenende war das Infected-Wochenende, was ich euch versprochen habe. Und ja, das wollte ich euch ja auch nicht schuldig bleiben. So, räumen wir mal das noch kurz weg. Ui, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.